Wir spielen heute eine Liebesgeschichte. Hans, bring bitte die notwendigen Requisiten dafür auf die Bühne. Ich bin schon da, ich habe alles vorbereitet. So. War mein Arsch im Weg, Rectus? Bank, mein Bank, Sohn, Bank, was steht Bank, hier Bank, nicht? Bank, 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 die Bank, Bank muss immer Bank, eine neue holen. Bank, Bank, Bank. Das mache ich lieber nicht mehr auf dieser Bühne. Eine Moonwalk. Wisst ihr, was gestern passiert ist bei der Märchenstunde? Gestern war schön. Das hat keiner mitgekriegt. Oh nein. Ja, mein Gott, er ist die Vertretung der Vertretung. Er weiß es nicht besser, aber das ist schön weich. Das ist so... Wir wollen die Bank! Wir wollen die Bank! Jubel! Vorsicht! Das ist unser Praktikant! Hier kommt es, nimmt mal eure Drecksbank hier! Au, Scheißding! Nicht schon wieder, also wo waren wir stehen geblieben? Was ist gestern passiert? Wir haben ja schon mal eruiert, dass das ein oder andere Brett hier etwas locker ist. Das ist nicht weiter schlimm. Wir hatten gestern Märchenstunde. Ich stehe da oben. Die beiden fallen übereinander her. Ich muss dazwischen gehen und merke in dem Moment unter meinem rechten Fuß, da guckt ein Splint hervor. Ist nicht schlimm. Ist wirklich nicht schlimm, weil als Barfüßer weiß man, wie man damit umzugehen hat. Man bleibt einfach ruhig stehen. Jetzt machen die beiden aber gerade Bockmist. Ich muss dazwischen, wie ein Vater, der zwischen die Kinder geht. Und glaub mir, ich habe genug davon. Dreh mich um, es macht... So tief. Durch. Mitten im Satz hat es mich erwischt. Aber was macht ein Barfüßer? Also bricht den Satz erstmal zu Ende. Lässt die beiden weiterspielen. Guckt hinunter. Man bewegt den großen Zeh und sieht, dass sich ein Stückchen Holz mitbewegt. Was macht man als nächstes? Man macht ein paar Schritte hin und her. Denkt, ach, los, komm. Ich schicke die beiden wieder aufeinander los. Alles guckt zu den beiden. Ich drehe mich herum. Und zieh dann in aller Ruhe ein so langes Stück Holz aus meinen Zehen. Und ich habe noch nicht mal die Bank voll geblutet, weil ich bin einfach eine blutleere Angelegenheit. Gut, dass ich das mitbekommen habe. Ich hätte echt gekotzt. Oh, wie schade. Vielleicht kann ich es mal wiederholen. Sei es dann drum, meine Liebe, das werden wir nicht wiederholen. Wir machen was anderes. Wir haben eine Liebesgeschichte vorbereitet, eigentlich nicht. Ich will euch mal was sagen, Freunde. Musiker, Theaterschauspieler, die alle proben, die üben, ja, aber die Wahrheit ist, wer übt, kann nichts. Ist feige und ein Kollegenschwein. Ganz genau. Ja, also wie Bruder Rectus. Ich habe noch nie irgendwas geübt. Ich habe noch nie eine Probe gehabt. Aber Kollegenschwein, ich werde in diesem Leben auch nicht mehr damit anfangen. Sei es dann eben drum und wir haben es überlegt. Naja, dummerweise hatte ich gestern noch eine Wette verloren. Es war gestern im Zölibatmobil und Rectus hat dann gesagt, wir hatten, glaube ich, schon ein bisschen viel Limonade getrunken. Los, heute spielen wir mal was Klassisches. Romeo und Julia. Das, meine Lieben, ist eine Uraufführung. Das war mir zu popelig. Wiederhol das bitte nochmal. Für euch Romeo und Julia. Was so ist, wir haben keinen Empfang. Das heißt, ich musste der Wette entsprechen. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Ich versuche jetzt alles aus der Erinnerung zu machen, was mir mal in der 7. Klasse noch hängen geblieben ist. Also es wird wahrscheinlich sehr schön. Ja. Aber bevor wir beginnen, wir brauchen noch dringend eine professionelle Unterstützung. Was? Weil wir brauchen das meiste kriegen die beiden alleine hin. Das Publikum sagt, boah. Aber wir brauchen noch eine ausgleichende Einheit. Wir brauchen einen wahren Pater. Pater Lorenzo brauchen wir dafür. Und
Du willst einen Pater haben. Ja, Vater Lorenzo. Während ich auf der Bühne bin. Ja, du hast die Achsel nicht rasiert. Das du hast aber so viel mit anderen Dingen zu tun. Willst du irgendeinen scheiß Pater mir da an die Seite stellen? Wenn mal was Richtiges und richtiger geistlich. Also, das habe ich gehört. Das habe ich gehört. Was sagst du? Wir werden das nicht machen. Konkurrenz ist überhaupt nicht nötig. Entschuldigt, ich muss das kurz ausmachen, weil ich mich ein bisschen bewegen möchte. Wir werden soufflieren. Wir werden nicht soufflieren. Ihr werdet die Fresse halten. Einmal im Leben einfach die Klappe halten. Wir suchen eine Paterin. Ist er aus? Professor Dumbledore, Sir. Ja, das ist ja, jetzt gehe ich mal durch die Leute und dann finde ich auch jemanden, eine Paterin. Ich gucke mich jetzt nochmal um und denke, wer spricht denn da so komisch? Jetzt gehe ich wieder und guck rein. Da sehe ich da jemanden. Da vielleicht. Da habe ich eine gefunden. Da gehe ich jetzt unbedingt hin. Geht mal zur Seite. Geht mal da zur Seite. Seid mir gegrüßt, oh schöne Maid. Wolltest du nicht mit mir gehen? Hast du in den Kreis und zu spielen bei diesem Spiele des Theaters? Ja, komm ein Stückchen mit mir mit. Nach vorne das Publikum, das kann ich schon mal begrüßen. So, Bruder Rektus, jetzt kannst du mir das selber sprechen. Mach das Ding an. Komm mal nach oben. War das für ein Kind? Wer bist du? Wo kommst du? Wie heißt du? Im echten Leben oder? Jetzt. Jetzt bin ich Kommandantin Saris. Ah. Jawohl, mon General. Nein, du bist die Paterin. Jetzt bist du nicht Kommandantin was? Saris, also Sirius, also der Hundeplanet, sondern du bist jetzt Paterin. Was habe ich gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Du kennst das Stück. Laurentia. Das Publikum ruft Laurentia. Laurentia. Und dann entsprechen wir dem Willen vom Bruder Rectus und werden ein spätmittelalterliches Stück, eigentlich ein Renaissance-Stück, umändern, gendergerecht und werden die erste weibliche Pastorin der Welt einsetzen. Das Publikum rastet aus. Ihr Lieben, wir suchen den kleinen Jonas. Er hat eine graue Kappe auf, ist 3 Jahre alt, hat einen blauen Pullover und die Hose. Eine braune Hose an. Der muss irgendwo hier sein. Ein Stöpke mit einer grauen Kappe auf dem Schädel. Wir gucken jetzt alle mal unter uns. Nein, wir machen mal wirklich den großen Blick, ob wir irgendwo einen süßen kleinen Kerl sehen mit einer grauen Kappe. Vielleicht ganz hier vorne, auch nicht. Also von Kultur scheint der Jonas nichts zu halten. Im Stroh vielleicht auch ihr... Die Eltern haben nicht aufgepasst und er taucht auf 3 Meter Tiefe im Wellebad gerade. Das kann nicht wahr sein. Wir suchen den kleinen Jonas. Eine graue Kappe hat er auf, eine braune Hose und einen blauen Pullover. Sieht irgendjemand so ein Kind irgendwo rumlungern? Sie hat ihn. Was? Sie hat ihn. Wer hat ihn? Die Sanitäterin. Nein, die hat bloß den Daumen hoch. Nein. Die hat ihn nicht. Die hat nur den Daumen hoch. So. Habt ihr ihn? Ihr habt ihn noch nicht. Wir gucken weiter. Also? 3. 3 Jahre alt. Graue Kappe. Der hat blonde Haare, glaube ich. Ja. Wie heißt du denn, mein Lieber? Leon? Das ist ein schöner Name. Wie ich heiße? Ich heiße Bruder Rectus. Ach, du weißt das? Ich wurde auch nicht vermisst gerade. Also ich habe noch niemals jemand. Was er heil hat. Gut, ihr Lieben. Bis heute nicht. Wir gucken uns um und hoffen, dass das sehr, sehr schnell gut gelöst wird. Ja. Weiter geht's, mein lieber Hans, entschuldige bitte. Wunderbar. Oh, meine Paterin, verzeiht. Lorenzia, einen Schritt nach hinten, dich werden wir dann später benötigen. Lorenzia, bitte pass auf das Stäbchen auf, bei mir ist noch nicht alles ganz tot in dem Bereich. Sei es dann tot. Bevor wir beginnen, die ganze Geschichte spielt in Italien, in Verona. Dort gibt es 2 Familien. Wir haben einmal die Capulet. Das Publikum ruft Capulet. Capulet. Und wir haben die Montagues. Das Publikum sagt Montagu. Montagu. Oh, da geht's ja schon gut los. Sind da Capulet? Höre ich da Capulet aus dem Publikum? Capulet. Nun, wenn wir mal
Es ist nun so, in schönen Verona gab es diese beiden Familien. Die waren sehr groß und mächtig. Und sie waren verfeindet. Das Publikum sagte, wir werden das jetzt einmal durchgehen. Hier zu meiner Linken, einer Stätte groß und stattlich gewachsen, ein Familienvertreter der Capulet, Tybalt. Warte mal. Ja? Ich bin Italiener? Du bist Italiener. Italiener? Italiener, ja, Da brauche ich auch ein Messer. Die haben immer ein Messer dabei. So, fertig. Und zum anderen. Warte mal. Was ist denn? Ich bin Italiener? Sì, conosco scrivere le parti italiano. Dann muss ich mir ja auch ein Körperteil verkürzen. Bist du wohl ruhig jetzt? Nein, dann brauchst du ein anderes Schwert. Was? Achso. Allerdings großer Bums. Das ist ein Ferrari unter den Schwertern, der kompensiert anderes, was fehlt beim Italiener. Und zu meiner Rechten der Vertreter der Familie Montagu, Bonvolino. Und jetzt kommen wir zu einem großen Problem. Also einen Augenblick. Ja, was denn? Die finden beide scheiße irgendwie. Das geht doch nicht. Euch schon da möchte ich dazu sagen, ich bin mit dem Publikum einer Meinung, ich finde die beiden auch scheiße. Ich bereue es jetzt schon. Ja, ich auch. So, wir machen Folgendes. Um das Ganze einmal bildlich darzustellen, teilen wir es bei. Ihr bleibt einfach sitzen. Ihr könnt euch aussuchen. Ihr seid so die Bastarde. Einmal die Familie. Was haben wir hier? Capulet? Ja. Und hier sind die Montagus. Und ihr dürft jetzt einmal Capulet schreien. Capulet! Montagu! Warte mal. Bruder Rectus. Was denn? Wir tauschen mal. Mal gucken, vielleicht. Nein, wir tauschen nicht. Ich bin sehr zufrieden mit dem. Geh weg. Und mit einem Spaghetti-Fresser. Das sagt der Spanier, ja? Ja, eben. Ach, Gottes Willen. Spaghetti rissen auch die Spanier. Was? Die Spanier essen auch Spaghetti. Nein, tun sie nicht. Tun sie wohl. Nein. Ich war letztens dort gewesen, habe ich auch Spaghetti gekriegt. Da warst du beim Italiener in Spanien. Ich mach doch mal die Augen aus. Der sieht so aus, als frisst er nur Schnitzel mit Pommes. Chuletas heißt das. Chuletas con patatas. Komm jetzt mal weitermachen. Chuletas con patatas. Das ist ein Spanier, der behauptet, Italiener zu sein und kommt aus Gummersbach. So. Sag ich dann eben drauf. Was kannst du bei Gummersbach zu lachen? Na. Ihr beide geht jetzt mal hier vor die Bühne, bitte. Jeder auf seine vor Seite. Die Bühne. Vor die Bühne. Aber nicht zu weit rechts und links, sonst gibt's wieder Rückkopplung. So, ihr steht jetzt dort. Montagu! Montagu! Capulet! Die ziehen ihre Schwerter. Na, 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 na. Und sie fangen sich an, gegenseitig zu beleidigen. Cornuto, deine Mutter machte diese feise Öl in die Wasser von die Spaghetti, diese dumme Kuh. Capulet, jubelt ihr alle zu. Ihr sagt jetzt mal bei drei alle in diese Richtung Cazzo. Ihr müsst nicht wissen, was das heißt. Ich weiß aber, was das heißt. Eins, zwei, drei. Deiner Mutter. Zurück jetzt. Es pfeift schon wieder. Jawohl, natürlich pfeift's. Das sind meine größten Zeichen der Weltgeschichte. Sie hoben ihre Schwerter, das Publikum sagt Blut! Eins, zwei, drei! Stronzo! Stronzo! Figato! Figato! Allemann! Nein, das heißt, da habt ihr euch gerade selber beleidigt? Wisst ihr, was Stronzo heißt? Nein, das wissen die nicht, das wissen die auch gar nicht. Stur jetzt! Aber wir sind in der ersten Szene, das ist die Vorgeschichte. Wenn dann Stronzo also, die Merda, einfach nur Stronzo, Rectus, links ärmlich. Oh, jetzt, das heißt. Die Merda! Das habe ich verstanden. Schwach, amore mio! Übrigens, Deutsch heißt nicht Alemann, das heißt Tedesco. Eins, zwei, drei und dann Imbecile. Eins, zwei, drei, Imbecile, Schwachkopf. Also, drei, Schweinsteiger. So. Schweinsteiger. Ich unterhalte mich jetzt einfach mit der Partnerin. Damit kann ich nicht umgehen. Ja. Nun denn, es könnte zu einem Kampf. Meine Schwerte ist kaputt. Ist er gefunden? Der Junge ist gefunden, das Publikum jubelt.
Gericht in den Zwiebel und Knoblein ein, so schmecken sie am besten. Ich werde dies machen. Das Ragout. Oh, ich mache von dir eine Skalopine. Ich werde dich schneiden wie eine kleine Mozzarella und legen auf Tomate. Ich werde dich mit meinen Fußnägeln bestreuseln. Das habe ich wirklich schon mal erlebt. Das habe ich wirklich schon mal erlebt. Ja, es war zeitnah. Das nimmt er als Salzersatz sein. Ist jetzt mal gut. Die Geschichte hat noch nicht mal angefangen. Sei es dann drauf. Wir haben hier eine Stunde und noch kein Wort gesagt. Der Depp da oben. Warte mal. Das war eine Liebesgeschichte, hatten wir gesagt, oder? Oh. Das ist Plastik. Das ist Plastik. Das ist kein Plastik. Ist jetzt mal Ruhe hier. Sie. Gut, also noch einmal. Die Schwerter kreuzen, das Publikum schreit. In diesem Augenblick ertönt eine donnernde Stimme. Ja. Ich muss jetzt mal einspringen. Der Fürst von Verona ist da. Das Publikum ruft, der Fürst. Der Fürst. Ruhe jetzt, ihr erbärmlichen Schwachköpfe. Hier ist eine ehrbare Stadt mit ehrbaren Bürgern, die zu einem großen Fest zusammengekommen sind und ihr wollt euch gegenseitig umbringen. Das Publikum sagt, ja. Ja. Schnauze. Es kostet, das hab ich nicht. Ich bin der Fürst von Verona und ich verfüge, wenn die Capulet und die Montagues sich ständig aufeinander einprügeln, wird das Folgen haben. In der originalen Geschichte würden diejenigen, die den Krieg anzetteln wollen, zwischen den Familien noch ausführen, umgebracht. Aber deine Mutter macht Öl in die Spaghetti-Wasser. Ja, das ist richtig, das könnte man nicht glauben. Deswegen, jeder, der jetzt noch anfängt, auf den anderen einzuprügeln, endet morgen beim Tern und Feder bei der Morgenandacht. Dann Gemeinde. Die Fehde war erst einmal verhindert. Das passiert doch nicht. Das passiert noch das nicht, denn so die beiden Familien können sich überhaupt nicht leiden. Wir hören aus dem Publikum ein. Also unterschwellig geht es weiter. Ach, nun, hoch mit euch beiden! Was ist das denn? Ich glaube, er hat mit einem Wattebäuschen nach mir geworfen. Ja, ein Korken, gut, ja. Schnapp dir das Schwert, hoch mit dir. Schwert, hoch mit mir. Szenenwechsel. Szenenwechsel. Nun geht es weiter. Wie im Hause Capulet gab es ein junges Mädchen. Eine wunderschöne an der Stelle. Das Publikum sagt, ah. Hier sehen wir sie. Eine zarte an der Stelle. Für euch, dass die Zierde des Hauses Capulet, ein 14-jähriges Mädchen, Julia. Du solltest dich vorbereiten, Julia. Wollt ihr mich verarschen? Ja, du! Es ist eine komplizierte Geschichte, weil wir nur so wenig sind, müssen wir sie kompliziert darstellen. Jetzt mach aber schon! Ich bin Julia. Du bist Julia. Ja, oh, wenn denn sonst bist du Einzige ohne Bart. Keine Coronas, keine Bart. Buongiorno! Oh. Ich bin der Julia. Er sieht aus wie Lieselotte Pulver. Und Julia, sie war so zart, so rein, mit einer Stimme wie ein Engel und singt uns jetzt ein Lied. Save my darling, save my life. Danke. Sag mal, war Julia im Stimmbruch irgendwann mal? Und Julia sagt auch was ganz Schönes. Un austriaco felice che vivia sui monti quando va un varanga lo saluta così. Hola, die, hola, die, hola, da hat's wieder kaputt gemacht. Und somit war's gewesen. Ihr Herz schlug wild in ihrer jungen Brust und es wusste nicht, wohin mit dem Herz. Behalt es lieber dort, sonst wird es eine eklige Angelegenheit. In diesem Augenblick kam Tybald, ihr Cousin, zu ihr. Tybald? Ich bin Tybald, immer noch. Tybald, immer noch. Jetzt rüber zu Julia. Ich bin ihr Cousin. Du bist ihr Cousin. Heißen wir zufällig Lannister? Nein, heißt er nicht. Aber bei den Italienern ist alles möglich. Jesus Christus. Sei es dann eben drum. Und Tybald überbrachte Julia eine Nachricht. Oh, freu dich, du Kind. Julia, meine Cousine, hör zu. Sie? Du wirst einen Prinzen schon bald heiraten. Oh. Und er wird nicht aus Italisch landen kommen. Oh, wann lerne ich ihn denn kennen? Weiß ich nicht. Sehr bald, glaube ich. Aber er kommt aus Franzackenland. Oh!
Ulovich. Das Leben. Das sind die Froschschenkelfresser. Ruhe jetzt! Der bringt doch dann noch einen zweiten mit, diese Bei Franzose. Der nimmst du vielleicht auch ein bisschen ab, fette Cousine. Aber ob wir die nicht einfach gleich abschlachten, dann haben wir es hinter uns. Ja, ja, ja. Du liest aber so. Mal, was sagtest du damit? Ruhe jetzt! Mandung! Dann ist es aber so, dass Julia zum Heirat mit 14 Jahren selbst nach damaligen Maßstäben noch zu jung war. Das Ach Quatsch, das geht völlig in Ordnung. Und deswegen hat ihr Vater zu einer großen Feier aufgerufen, dass nämlich der Prinz Paris sich ihr vorzustellen hat und Julia sich vielleicht auch ein bisschen ihm verlieben könnte, dass wir in ein paar Jahren die Hochzeit stattfinden können. Das Publikum sagt, Julia gefiel der Gedanke nicht sonderlich. Warum soll ich so lange warten? Und trotzdem sollte es zur Feier kommen. Szenenwechsel! In diesem Augenblick taucht er auf. Der Galan. Aus aller Munde ward er gerufen. Der junge Mann des Hauses Montague. Das Publikum sagt, wer mag's wohl sein? Ein junger, aufstrebender, streitsüchtiger Hahn. Sozusagen der Hahn oben auf dem Mist, der oberste Gockel von allem, was man gerne hinter sich lässt. Hier in der Stätte ist ihr dort. Für euch der jugendliche Romeo Montague. Erwartet, ich muss noch ein Körperteil verkürzen. Ich bin ja Italiener. Warte, ich verkürze das gerne für dich. Nein. Nein, und Romeo, er war jugendlich. Er war gerade in seinen Teenie-Jahren und sein Herz war schwer. Wenn du noch einmal lachst, Alter. Der ist Italiener, Stiletto. Und Romeo, sein Herz war schwer. Das Leben bot ihm alles, was es zu haben galt. Oh, es waren reiche Feste, es gab zu trinken und zu fressen, was man sieht. Aber was man sieht? Was meinst du mit, was dass man sieht? Dass du ein glücklicher Mann bist. Ach so, ja. So. Aber er war doch unglücklich. Irgendetwas fehlt in seinem Leben. Sein Herz ward schwer. Und eine große Depression erfasste ihn. Vielleicht sollte ich mich umbringen, sagte Romeo. Das Publikum sagt ja! Ja! Was? Ich bin der Meinung vom Publikum, wir machen jetzt... Nein, das geht jetzt nicht so einfach. Doch da kommt der beste Freund von Romeo herbei. Für euch... Mercutio! Das Publikum ruft Mercutio! Runter mit dem... Runter mit so, dem. Ja, du hast jetzt Mercutio. Die dritte Rolle. Was Jawohl. Davon hat mir kein Mensch was gesagt? Ich bin Mercutio. Io sono Mercutio. Also, ciao. Mercutio, sie ist ein Lebemann. Er will feiern. Immer Party fahre mit meiner Ferrari von una fiesta alla otra. Sie. Auf die andere Seite. Das pfeift nicht so viel. Och, Mercutio ging keinem Streit aus dem Weg. Das Publikum sagt, boah. Er war stark. War mächtig. Oh ja. Und mächtig eingebildet. Oh, ich bin ja und er war so der... ein toller Typ. Und er war der Beste. Oh, bin ich ein toller Typ. Mann, oh Mann, bin ich ein toller Typ. Oder? Bündchen, ne? Bin ich ein toller Typ. Und er war der beste Freund von... So, Ruhe jetzt. Hast du mir gerade ins linke Auge gesperrt? Ja, hab ich. Und er war der beste Freund von Romeo. Und er machte sich eine große Sorge um Romeo. Der Romeo ließ zu den Kopf hängen. Oh, Romeo, was ist los mit dir? Meine Freund, wie heißt der nochmal? Mercutio. Mercutio. Jetzt kommt erst mal die italienische Begrüßungsszene, da kenne ich mich zufällig aus. Weil ich bin ja Nafri, ein nordafrikanischer Intensivtäter. Mein Vater war wirklich Ägypter. Mein bürgerlicher Name ist El Hamami. Das kann jetzt eine halbe Stunde dauern. Buonasera, guten Abend, meine Freund. Wie geht es die Mama? Was macht denn die Großmutter? Und der Papa? Ist es gut, ja. War er wieder beim Fußball gewesen? Ja, deine schöne Cousine, wie war noch ihr Name? Ja, genau. Hat jetzt meine Cousine schön. Ich mache dich platt. Guckst du Cousine an, hast du ganz schnell eine Messer in der Rucke. Ich habe Cousin gesagt. Ah, okay. War bene. Und somit war es aber so, Mercutio machte sich Gedanken um Romeo, der den Kopf hängen ließ. Und er beschloss, Romeo zur Feier einzuschmuggeln. Was? Der Capulet. Und sagt, denn es wird eine große Feier geben. Und diese Feier, da waren nur Capulets eingeladen. Moment mal, was bin ich denn jetzt für einer? Du bist ein Montague. Waren die eben hier oder da? Das ist völlig egal, jetzt bist du hier. Wo ich habe die Seiten gewechselt. Ja. Und ich lade... Mein Gott, das ist erlaubt in diesem Land. Ihr schleicht doch in die Party ein. Also, ich...
Ich bring ihn zur Party. Ja, 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 ich bring ihn zur Party. Lass mal was Aufregendes erleben. Mach mir was Verbotenes. Hast du Lust, damit zu kommen zu der Party von der anderen Familie? Nicht so viel, meine Freund. Nicht so viel, wie deine Pinocchio ist. Kann sein, eine gute Party. Und ich sehe von mir ein Angebot, wo du nicht ablehnst. Aber das geht ja nicht, meine Freunde. Es kann nicht gehen, andere Familie, bessere Familie. Die werden meine Gesichter erkennen und machen mich mit dem Messer. Das sind schöne Frauen. Okay. Und sind nicht deine Cousinen. Aber nicht meine Cousinen? Aber das bin ich ja gar nicht gewohnt. Etwas anderes als meine Cousinen. Und dann schlichen sie sich zur Party der Carpolets. Ich kann da nicht hin, die werden mich erkennen. Ja, der maskiert natürlich. Wie? Maskiert. Wir sollen Masken aufsetzen. Ja, natürlich. Ach so. Das ist eine gute Idee. Wir setzen eine salze Maske auf. Wir setzen einfach eine salze Maske auf. Da sieht keiner die Kacke, die ich mache mit dieser Maske. Und ich kann alle Weiber an die Arse greifen. So, wer bist du? Ich erkenne dich nicht mehr. Ich verrate es dir nicht. Das bist du. Aber das sieht doch keiner, dass ich ein bisschen Italiener bin bei den anderen, wenn ich aber eine ja, Maske habe. Ja, stimmt. Aber man sieht es an der Ausbeutung unter der Hose, die ist so klein. Wir sind Italiener. Ruhe jetzt! Was? Los, schleicht euch zur Party hinein. Zur Party? Ich glaube, die findet da statt. Da ist eine Party. Ja, das sind die, oder? Ah. Ah. Bei denen sind wir in der Party, ne? Zufälligerweise. Ah. Komm, erreichen die beiden die Grundmauern des Hauses Carpulenz. Ah. Finden in der Mauer ein großes Loch. Vielen